So, hallo, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Mein Name ist Laura Teixeira von der Kinoabteilung hier im Haus. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind zu dieser Auftaktveranstaltung der Reihe Lecture in Film. Wir werden gleich den Vortrag von Professor Vinzenz Rediger zu Almaia Fordis. Danach, nach dem Vortrag, haben wir eine kurze Pause, 10 Minuten. Dann haben Sie noch die Möglichkeit, Getränke oben im Filmcafé zu kaufen, zu erwerben, für den Film, den wir dann im Anschluss hier zeigen. Der Film dauert etwas 2 Stunden, so 127 Minuten. Und nach dem Film gibt es noch immer, wie immer, ein Gespräch. So, Sie haben auch die Möglichkeit, Fragen zum Vortrag oder zum Film zu stellen. Bevor wir jetzt zu den neuen Reihen kommen von Lecture in Film, möchte ich ein bisschen zurückschauen. Wie immer finde ich gut, dass auch für die Neuen ein bisschen die Geschichte hier der Reihe zu erzählen. Die erste Lecture in Film-Reihe fand hier in diesem Kino 2011 statt, also direkt nach der Wiedereröffnung dieses Gebäudes. Ich war da leider noch nicht in Deutschland damals, aber vielleicht manche von Ihnen erinnern sich noch. Damals war so eine Reihe, also mit Themen dieser ersten Edition, waren anknüpfend an die Themenkomplexe der Dauerausstellung hier im Haus. Das heißt Bildgestaltung, Ton, Montage, Schauspiel. Und da war so dieser Format von Lecture und Film erstmals hier ausprobiert. Im Jahr 2012 fand dann die erste Zusammenarbeit mit der Goethe-Universität und dem Professor für Filmwissenschaft, Vinzenz Rediger. Und dann waren sehr erfolgreiche Reihen zu den Werken von Jean-Luc Godard, Andy Warhol, Pier Paolo Pasolini, Agnès Varda und Ernst Lubitsch. Im Jahr 2017-18 haben wir dann ein Experiment hier gemacht. Also wir widmen dieser Reihe nicht eine Person, wie Sie wahrscheinlich mitgekriegt haben, aber eine eher komplexe Bewegung. Das war auch das erste Mal, als ich dabei war. Wir haben Tropical Underground genannt, diese Reihe zum Cinema Marginal in Brasilien, 60er und 70er Jahre. Das haben wir dann 2 Semester lang hier diskutiert. Manche von Ihnen waren auch dabei. Und ich freue mich zu sehen, manche bekannte Gesichter hier wiederzusehen bei dieser neuen Reihe. Ich möchte auch darüber hinweisen, dass alle Vorträge, alle diese Reihen auch im YouTube zu finden sind, beim YouTube-Kanal vom Deutschen Filmmuseum. Da können Sie sich alle Vorträge nochmal anschauen. So, jetzt 2018-19. Wir haben uns entschieden, wieder zu einer Person zurückzukehren, und zwar die belgische Filmmacherin, Installationskünstlerin und Schriftstellerin Chantal Ackermann in der Reihe Die Erfinderin der Formen, das Kino von Chantal Ackermann. Das ganze Programm finden Sie in diesem Flyer, vielleicht haben Sie alles das schon gesehen. Draußen stehen die Flyers für die Reihe. Bald wird auch unsere Webseite www.chantal-ackermann.de online, und das ganze Programm wird auch dort zu finden sein. Wir werden auch nicht nur die Lecture, also die regulären Programme, die in diesem Flyer zu finden sind, sondern andere Termine auch anbieten mit Begleitfilme. Im November zum Beispiel haben wir verschiedene also extra Filme, nicht nur die Filme, die in der Reihe laufen. So das Komplettprogramm, ich empfehle immer beim Monatsprogramm von Filmmuseum anzuschauen. Das sind dann alle Termine auch von dieser Begleitreihe. Genau, ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei unserer Kooperationspartner, dem Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft der Goethe-Universität, dem Graduiertenkolleg Konfigurationen des Films. Ich freue mich auch sehr auf die erneute Unterstützung vom Exzellenzcluster, die Hausbildung normativer Ordnungen, sowie die Unterstützung von Franz Adikers Fonds mit der Stadt Frankfurt und auch bei der Hessischen Film- und Medienakademie. Heute Abend fangen wir dann das Programm an mit einem sehr besonderen Film von Chantal Ackermann, La Folie Almaia oder Almaias Folie. Und ich möchte ganz kurz Professor Vinzenz Rediger vorstellen. Für die, die immer hier sind, kennen Sie ihn wahrscheinlich schon. Er hat Philosophie, amerikanische Literatur und Filmwissenschaft in der Universität Zürich studiert, wo er auch 1999 promovierte. Von 2004 bis 2011 hat er eine Professurstelle in der Universität Bochum inne. Seit 2011 ist er Professor hier für Filmwissenschaft an der Goethe-Universität, wo er 2017 das DFG-Graduiertenkolleg Konfigurationen des Films gegründet hat.
Ich bedanke mich sehr herzlich für unsere Zusammenarbeit seit letztes Jahr. Ich freue mich auf die neue Reihe Chantal Ackermann und auch über den Vortrag heute Abend über La Folie Almayer. Vielen Dank. Gut, ja, vielen Dank, Laura, für die Einführung. Wir sind schon fast ein bisschen spät dran, das heißt, ich werde mich kurz fassen. Eine Reihe zu Chantal Ackermann zu machen, ist eigentlich ein Anliegen, das wir schon seit längerer Zeit verfolgen. Wir haben zum ersten Mal im Rahmen dieses Formates darüber gesprochen, eine Ackermann-Reihe zu machen, als Chantal Ackermann noch lebte. Sie ist ja 2015 verstorben. Kurz nach dem Tod ihrer Mutter ist sie freiwillig aus dem Leben geschieden. Aber wir werden bei dieser Reihe, da unterscheidet sie sich ein bisschen von den bisherigen Reihen, Gäste haben, die aus dem Freundes- und Mitarbeiterkreis von Chantal Ackermann stammen. Ist etwas, was das Werk und das Arbeiten von Chantal Ackermann kennzeichnet, ist, dass sie verschiedene lebenslange Freundschaften und Arbeitsbeziehungen gepflegt hat. Und drei Leute, auf die das in besonderer Weise zutrifft, werden auch als Sprecher in dieser Reihe auftreten. Nächste Woche beginnt das mit Eric de Kauper, dem Filmemacher, Schriftsteller, Drehbuchautor, Filmarchivar, Filmwissenschaftler, vielfach begabter Mensch, der mit Ackermann zu tun hatte seit den späten 60er Jahren und Drehbücher zu, ich glaube, 8 Filmen von Ackermann geschrieben hat, darunter das Drehbuch zu der Proust-Verfilmung La Captive, die wir nächste Woche sehen werden und die Eric de Kauper vorstellen wird. Eine weitere langjährige Mitarbeiterin von Ackermann ist Claire Atherton, die Schnittmeisterin, die seit 1986 alle Filme von Ackermann geschnitten hat und noch länger mit Ackermann zusammengearbeitet hat, bei Babette Mangold, die Kamerafrau und Experimentalfilmmacherin, die seit den frühen 70er Jahren, seit Ackermann angefangen hat, auch in den USA Filme zu drehen, mit Ackermann zusammengearbeitet hat. Heute geht es um die Eröffnung der Reihe und ich will das in drei Schritten tun. Ich möchte drei Punkte ansprechen in diesem kurzen Eröffnungsvortrag. Ich will zunächst mal den Titel der Reihe erläutern. Dann will ich mich mit dem Stoff und der Verfilmung, es handelt sich um eine Literaturverfilmung, Almayers Folly beschäftigen, also mit dem Duo Joseph Conrad, Chantal Ackermann und dabei auch kurz darüber nachdenken, auf welche Art und Weise Ackermann dieses Buch von Joseph Conrad adaptiert hat. Und schließlich will ich noch eine Anmerkung machen zu einem bestimmten Motiv. Das hat mit Schiffen und Ankünften und Anliegen zu tun. Der Vortrag, könnte man sagen, ist strukturiert wie ein Zoom-in, also wir gehen vom Großen zum Mittleren zum Kleinen, oder man könnte auch sagen, das ist ein trichterförmiger Vortrag, bei dem eben oben der breite Rahmen ist und dann wird es immer spezifischer. Ja, wie kommt es zu diesem Titel, die Erfinderin der Formen? Was Sie hier sehen, ist das Titelblatt, der Umschlag eines wunderbaren Buches, das zugleich der Katalog ist zu einer monographischen Ausstellung, die Dominique Baigny im Centre Pompidou 2004 zu Chantal Ackermann veranstaltet hat. Dominique Baigny ist ein französischer Kritiker, Ausstellungsmacher und der ehemalige Direktor der Cinémathèque und ein Pionier der Filmausstellung, der in den 90er Jahren realisiert hat, dass durch DVDs und andere Heimvideoformate die ursprüngliche Funktion der Kinemathek obsolet wurde, die Programmierungsfunktion und die filmkulturellen Institutionen sich eine andere Mission geben mussten. Und die Antwort darauf war eben die monografische, eine Antwort darauf ist die monografische Filmausstellung. Das heißt,
Paini hat ein Modell entwickelt, das im Grunde ja in Frankfurt dann mit dem DIF auch sehr bald darauf implementiert wurde. Und eine der großen Ausstellungen danach, nach seiner Zeit im Cinémathèque Française, ist er ans Centre Pompidou gewechselt. Und eine der großen monografischen Kinoausstellungen, die er da gemacht hat, war die zu Chantal Ackermann. Wenn Sie unseren Flyer gelesen haben, haben Sie gemerkt, dass da im ersten Satz Godard erwähnt wird. Der erste Satz lautet: Mit Godard wird das Kino historisch, mit Ackermann fängt seine Geschichte neu an. Mit Godard wird das Kino historisch bezieht sich durchaus auch auf das Selbstverständnis von Godard und die Regisseure der Nouvelle Vague. Godard hat mal gesagt: Wir waren die Ersten, die wussten, wer Griffith ist. Wir waren die Ersten, die ein Bewusstsein von Filmgeschichte hatten, das wir uns in der Kinemathek angeeignet hatten. Die erste Generation von Regisseuren, die im Bewusstsein gearbeitet hat, an einer Kunst weiterzuarbeiten, die eine Geschichte hat. Und bei Godard nimmt das dann aber natürlich gewissermaßen hegelianische Züge an, also so wie Hegel die Philosophie mit sich selbst enden lässt, gibt es bei Godard immer wieder ein bisschen die Vorstellung, dass die Kinogeschichte mit ihm ans Ende kommt. Und Dominique Paini hat mal über das Verhältnis von Godard und Ackermann etwas sehr Interessantes gesagt, und das ist eben auch der Anstoß zu unserer Konzeption hier gewesen. Er hat festgestellt, und das ist evident, dass Godard sich an verschiedenen Stellen zu Ackermann äußert, und zwar immer etwas missmutig. Entweder sagt er ihren Namen nicht, oder er äußert sich leicht abschätzig oder sonst was. Und Paini, der im Übrigen nach dieser Ausstellung eine große Ausstellung mit Godard im Centre Pompidou gemacht hat, Voyage en Utopie, ein legendäres Desaster, das ihn schließlich den Job gekostet hat, und der aber lange und intensive Arbeitsbeziehungen mit Godard hat, und das spielt das keine Rancune drin, hat das dann so formuliert, hat gesagt: Das Problem für Godard war, dass er es nicht ertragen hat, dass nach ihm noch jemand im Kino kam, der was Neues erfunden hat. Er hat es nicht ertragen, dass die Kinogeschichte nach ihm weitergeht, und Ackermann ist die Protagonistin davon. Und wir fanden das eine schöne Überlegung. Das ist ein guter Schlüssel, um das Werk von Chantal Ackermann einzuordnen, zu verstehen. Denn wenn es ein Merkmal dieses Werkes gibt, dann ist es seine Vielgestaltigkeit und die außerordentliche Erfindungskraft dieser Regisseurin. Eine der allerletzten Arbeiten im Werk von Chantal Ackermann ist die Installation Now von 2015. Das ist eine Installationsarbeit, eine künstlerische, also eine Filminstallation, die mittlerweile Teil einer großen Werkgruppe ist. Wenn Sie zum Beispiel die Documenta 2002 besucht haben in Kassel, hatten Sie da in einem der Hauptgebäude die Gelegenheit, eine große Installation von Chantal Ackermann zu sehen, die auch im Übrigen in den Dokumentarfilm De l'autre côté überging, über den Martin Seel am 27. Juni nächsten Jahres hier sprechen wird. Das heißt, Ackermann war in den letzten 20 Jahren gerade so gut bildende visuelle Künstlerin wie Filmemacherin. Und man könnte sagen, da ist sie einfach mit dem Trend gegangen, nicht? Also vor 15 Jahren war die Filminstallation schon eine etablierte Form. In dem Standardwerk zur Ästhetik der Installation, Buch gleichen Namens von Juliane Rebentisch, gibt es ein Unterkapitel zur filmischen Installation. Und man könnte sagen, ja, da hat sich eben die Ackermann eben in dieses Format auch eingedacht. Die Tatsache ist aber, dass Ackermann über die filmische Installation schon nachdachte, als niemand wusste, was das ist. Erik de Kauper erzählt die Anekdote, dass Chantal Ackermann nach ihren frühen Filmen in den frühen 70er Jahren vom Centre Pompidou ausgerechnet das Angebot bekam, beziehungsweise den Auftrag von der Kinoabteilung des Centre Pompidou, einen Film gewissermaßen im Auftrag zu drehen, zu Eisenbahn, war, glaube ich, das Thema. Und Ackermann hat gesagt: Ich habe gerade einen Film gedreht, ich habe jetzt keine Lust, einen Film zu drehen, ich möchte gerne eine Installation machen.
mit einer filmischen Installation, mit mehreren Leinwänden, Bildschirmen, Projektionen. Und das Projekt ist gescheitert, weil die Kinoabteilung zwei Dinge sagte: Wir sind dafür nicht zuständig und wir wissen nicht, was das ist. Das heißt, Ackermann hat in den 70er Jahren in Kategorien einer Form gedacht, die es institutionell noch nicht gab und die sie dann natürlich zu einer großen Perfektion gebracht hat in den 90er und 00er Jahren, zu einem Zeitpunkt, als das institutionelle Umfeld dafür geeignet war, als die Museen darauf einstiegen oder bestimmte Galerien wie die Barbara Gladstone Gallery in New York, die dann Ackermann auch vertreten hat im Kunstmarkt, diese Form, diese neue künstlerische Form propagiert haben. Eine ähnliche Bewegung über Genregrenzen, Form, Formatgrenzen hinweg kennzeichnet aber auch das filmische Werk von Chantal Ackermann im engeren Sinne. Es umfasst Dokumentarfilme, Experimentalfilme, Spielfilme, Literaturadaptionen. Es gibt sogar eine Komödie über Psychoanalyse im Werk von Chantal Ackermann, A Couch in New York, mit Juliette Binoche und William Hurt. Leider hat sich niemand von unseren Gästen für diesen Film interessiert, aber vielleicht können wir ihn irgendwann noch zeigen, der ist sehr lustig. Also es ist ein Werk, in dem wir es mit einer Regisseurin zu tun haben, die erstens mal immer das macht, worauf sie Lust hat natürlich, oder was sie interessiert oder was sie bewegt und beschäftigt, und die Formen und Formate eben immer den jeweiligen Projektideen anpasst und dabei eben neue Formen auch erfindet, auch in der Art und Weise, wie gefilmt wird, wie geschnitten wird, die es so vorher im Kino nicht gab. Nicht? Mittlerweile gibt es die Catchphrase Slow Cinema, die vor allem benutzt wird zur Beschreibung des Werks bestimmter asiatischer Regisseure wie Tsai Ming-yang oder Hou Hsiao-hsien oder Jia Zhangke, und gemeint ist damit eben eine Ästhetik des Kinos, der sehr langen Einstellungen, des geduldigen Beobachtens, und wie Sie, wenn Sie es nicht ohnehin schon wissen, feststellen werden, wenn wir uns dann mit den frühen Filmen schon von Chantal Ackermann beschäftigen, aber wie Sie auch heute in diesem Film sehen können, sind das Stilmittel, die bei Ackermann immer schon eine Rolle gespielt haben. Ackermann ist auch eine bahnbrechende Regisseurin, insofern sie bestimmte Themen, auch bestimmte feministische Anliegen im Kino zur Geltung gebracht hat, auf eine wirkmächtige Art und Weise, die große Folgen gehabt hat, die auch neue Möglichkeitsräume des filmischen Ausdrucks geschaffen hat für andere Regisseurinnen und Regisseure, und sie ist zugleich eben auch eine Regisseurin und eine Filmkünstlerin, die mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit immer wieder die Frage nach dem Zusammenhang von Biografie, Autobiografie und Geschichte stellt. Ackermann ist die Tochter von Holocaust-Überlebenden, in Brüssel aufgewachsen und mit dieser Geschichte immer wieder konfrontiert gewesen. Das ist Teil der Familiengeschichte, Teil auch des Familiengeheimnisses. Und zu den originellen Leistungen ihres Werks gehört eben auch diese Fähigkeit und diese fortgesetzte Anstrengung, die eigene Biografie so zum Stoff von Filmen zu machen, dass daraus ein Beitrag zur Textur der Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts wird. In diesem Sinne schien es uns angemessen, von Chantal Ackermann als einer Erfinderin der Formen zu sprechen und die steile These aufzustellen, die sich leicht belegen lässt, dass mit Chantal Ackermann in den frühen 70er Jahren die Geschichte des Kinos in gewisser Weise neu anfängt. Lassen Sie mich zu meinem zweiten Teil kommen. Ich vergaß. Sie ist natürlich auch Schriftstellerin, also sie ist auch eine Wortkünstlerin. Une Famille à Bruxelles ist eine längere Erzählung, ein kleiner Roman, in dem bestimmte von diesen autobiografischen Motiven nochmal aufgegriffen werden. Das ist der Versuch Chantal Ackermanns, die Figur der Mutter, die in ihren Filmen über Briefe, im letzten Film auch über ein Interview immer wieder vorkommt,
die sich gewissermaßen anzuverwandeln. Also es ist ein Roman, der in der ersten Person geschrieben ist, eine Art Stream of Consciousness ihrer Mutter, die sich Sorgen macht um ihre Töchter und ihren Mann. Und das ist eben einer der Texte, aus dem auch ersichtlich wird, dass Ackermann gerade so gut auch ein literarisches Talent hatte wie ein filmisches und eines für bildende Kunst. Gut. Lassen Sie uns zum Film des heutigen Abends kommen und zum Verhältnis von Joseph Conrad und Chantal Ackermann. Allmayers Folie, La Folie Allmayer, ist eben eine libre Adaptation, eine freie Adaption des allerersten Romans von Joseph Conrad. Joseph Conrad ist ein bemerkenswerter englischsprachiger Schriftsteller, insofern unter anderem, als Englisch seine dritte Sprache war. Conrad wird 1857 in der heutigen Ukraine geboren, als Sohn eines Schriftstellers, Anarchisten, Künstlers, der aus dem polnischen Landadel stammt ursprünglich. Und er geht mit 17 zur Handelsmarine, fährt dann 20 Jahre zur See und muss sich 1894 krankheitshalber von diesem Leben verabschieden und wendet sich dann der Schriftstellerei zu. Es ist immer die Frage gewesen bei Joseph Conrad, ob er ein seefahrender Schriftsteller oder ein schreibender Ex-Matrose ist. Seine eigene Lesart war dann, ich war eigentlich immer ein seefahrender Schriftsteller. Und die Stoffe seiner Romane, für die er dann berühmt geworden ist, stammen großenteils aus den Erfahrungen, die er gesammelt hat, in seiner Zeit als eben Mitglied unterschiedlicher Handelsmarinen. Er ist für englische Gesellschaften zur See gefahren, ist für belgische Gesellschaften zur See gefahren, war mal Kapitän eines Schiffs, das den Kongo hochgefahren ist. Daraus wurde dann The Heart of Darkness, sein vielleicht berühmtester kurzer Roman. Und Allmayers Folly ist eine Geschichte, die in, im heutigen Malaysia angesiedelt ist, damals, oder beziehungsweise in Indonesien, also in einem Gebiet, das zur Kolonialzeit unter die Herrschaft der Holländer gefallen war. Es gibt die Lesart, die besagt, dass Conrad diese kolonialen Settings, die man in den meisten seiner Romane findet, gewählt hat, um gewissermaßen eine Art Ausweichsraum zu haben. Nicht? Also seine erste Sprache ist Polnisch, seine zweite Sprache ist Französisch, das hat er als Kind schon gelernt, aber er hat sich dann für eine Sprache entschieden, die er erst mit etwas über 20 richtig gelernt hat, nämlich für das Englische, mit der bemerkenswerten Begründung, dass eben das Englische eine plastische Sprache sei, eine, in der man noch was erfinden könne, wohingegen das Französische kristallin sei, also kristallin geronnen und man darin völlig aufgewachsen sein müsse, um das richtig beherrschen zu können. Wenn Sie als Fremdsprachler schon mal versucht haben, französischen Text zu schreiben und den dann französischen Kollegen vorgelegt haben, wissen Sie, wovon er spricht. Und mit Englisch geht das in der Tat einfacher. Also das ist die bemerkenswerte Schriftstellerbiografie eines Migranten und Seefahrers, der die Sprache wechselt und die Kulturzugehörigkeit und in diesem Sinne immer schon aus der Perspektive eines Grenzgängers und Randständigen schreibt und der eine Sprache schreibt, die er sich eben aneignet als nicht die eigene und die er zu schreiben versucht. Dazu gibt es viele Stellen bei Joseph Conrad, wo er das so formuliert, eben so zu schreiben versucht, dass die Leser, Leserinnen gepackt werden und gar keine Chance haben, nicht weiterzulesen. Er ist, diejenigen von Ihnen, die diese Romane kennen, wissen, dass ein Meister der Verknappung, der überraschenden Plotstrukturen, der Perspektivwechsel, die die Geschichte vorantreiben, indem plötzlich bei einer anderen Figur weitergemacht wird, wie zum Beispiel im Falle von Allmayers Folly, die vorher eine reine Nebenfigur war und die ganze Welt, die uns bisher aus der Perspektive der ersten Figur erzählt wurde, wird dann nochmal neu entdeckt aus der Perspektive einer
bisherigen Nebenfigur. Also er ist ein virtuoser Techniker und ein großer Stilist und im Übrigen jemand, das ist eben auch immer das Schöne, der eigentlich der Ansicht war, dass die kurze Form die beste Form ist. Also nicht der 4000-Seiten-Roman, sondern der 120-Seiten-Roman. Und es ist ja auch so, dass der bekannteste seiner Romane in der Tat einer von den kurzen ist, Heart of Darkness. Eben die Geschichte eines Abenteurers namens Marlowe, der im Auftrag der belgischen Kolonialverwaltung den Kongo hochfährt, um herauszufinden, was aus einem Händler geworden ist und einem Vertreter der Kolonialverwaltung, der vom Wahnsinn ergriffen wurde. Dieser Plot mag den einigen Filmfreunden unter Ihnen bekannt vorkommen. Das ist bekanntlich die literarische Vorlage für Apocalypse Now von Francis Ford Coppola. Das heißt, die berühmteste Joseph Conrad-Verfilmung bisher. Viele der Romane wurden verfilmt, aber diejenige, die die Kinogeschichte sicherlich am meisten markiert hat, ist der Apocalypse Now, wo Martin Sheen die Figur dieses Agenten spielt, der eben den Fluss hochfahren muss, um herauszufinden, was aus dem Typen geworden ist, der den Verstand verloren hat, und Marlon Brando spielt den hier Colonel Kurtz, den wahnsinnig gewordenen Vertreter hier eben des amerikanischen Militärs, aber es ist ja eigentlich eine Geschichte und eine kritische Geschichte der Kolonialmacht. Es gibt die Frage, und die ist durchaus auch wichtig für Ackermann und für Ackermanns Adaption, ob und inwiefern Konrad ein Komplize des Imperialismus und des Kolonialismus ist. Nicht? Also es steht außer Frage, dass er als gewissermaßen als Logistikspezialist Teil der, des Kolonialismus in seiner imperialen Phase war. Er hat als Handelsmatrose gearbeitet und beziehungsweise für Handelsmarinen gearbeitet und eben die Kolonien in Afrika und Südostasien bereist. Und es hat, das ist einer der Anfangspunkte gewesen der, der Postcolonial Studies in den 70er Jahren, zu der Zeit, als Francis Ford Coppola gerade an seiner Heart of Darkness-Verfilmung Apocalypse Now arbeitete, eine große Kontroverse gegeben um Joseph Conrad und seine vermeintliche oder tatsächliche Komplizität mit dem Kolonialismus, angestoßen vom nigerianischen Schriftsteller Chinua Achebe, der mit dem Roman Things Fall Apart in den 60er Jahren weltberühmt geworden war. Chinua Achebe hat einen Aufsatz publiziert unter dem Titel An Image of Africa, Racism in Joseph Conrad's Heart of Darkness, in dem er nachzuweisen versucht, dass Conrad die afrikanischen Figuren in seinen Romanen immer entmenschlicht und ihnen eben keine eigene Agency, keine moralische Kraft zubilligt und insofern sich gemein macht mit den rassistischen Konzepten, die die Ideologie waren, die den Kolonialismus unterfüttert haben. Eine Antwort auf diese Kontroverse war, dass Achebe die Figuren mit dem Schriftsteller verwechselt, beziehungsweise nicht bereit ist, Conrad zuzugestehen, dass er möglicherweise ein Abbild von Denkweisen liefert, die er nicht unbedingt zu billigen braucht. Und man kann in der Tat diese Kritik weiterführen, vielleicht mit ambivalenten Resultaten, aber ich glaube durchaus mit einem Resultat, das auch zugunsten von Conrad ausfallen kann. Wenn man sich noch einmal auseinandersetzt mit Almayer's Folly, seinem ersten Roman, der in der Literaturwissenschaft als noch unfertiges Werk gilt und gewissermaßen ein Gesellenstück, das noch nicht das Niveau der späteren Meisterwerke und nicht das Niveau von Heart of Darkness erreicht. wenn man den Roman genau liest, stellt man fest, dass es in der Tat natürlich um die rassistische Markierung, die Unterscheidung zwischen Weißen und Nicht-Weißen geht. Aber was auffällig ist an dem Roman, ist, dass eigentlich fast die dünnste und monotonste Figur des ganzen Romans der Titelheld Almayer ist, der, ich
komme gleich noch auf bestimmte Aspekte des Plots zurück. Einer der großen Verlierer des Kolonialismus ist und eigentlich die Absurdität und Farcehaftigkeit und Tragödie des europäischen Kolonialismus exemplifiziert. Und die Figuren, die um ihn herum zu finden sind, Dein, die Hauptfigur, männliche Hauptfigur außer ihm, das ist ein malaiischer Prinz im Roman. Das ist eine überaus komplexe, vielschichtige Figur. Seine Tochter ist eine überaus komplexe Figur. Der arabische Händler, der sein Feind ist, am gegenüberliegenden Flussufer, kommt durchaus komplexer daher als Almayer selbst. Und zugleich gibt es aber eine bemerkenswerte Insistenz in der Prosa von Joseph Conrad, mit der er immer wieder darauf hinweist, dass er hier gewissermaßen wilde Denkweisen und Gefühlslagen beschreibt. Also irgendwann in der Charakterisierung dieser Figur kommt mit einer großen Zuverlässigkeit das Wort Savage. Und die Schwierigkeit, die dann die weibliche Hauptfigur, die Nina darstellt, ist, dass sie eben sowohl savage ist, als auch nicht savage. Und eine Möglichkeit, diesen Roman zu lesen, ist, ihn als gescheiterten Bildungsroman, weiblichen Bildungsroman zu lesen. Konkret geht es darum, dass Almayer, diese Hauptfigur, für den es auch ein historisches Vorbild namens Ulmayer gab, eben im malaischen Dschungel festsitzt und gescheitert ist. Er ist der Sohn holländischer Kolonisten. Seine Mutter war aus Amsterdam eingewandert, die erzählt ihm dann immer von Europa. Und er selbst hat natürlich den Anspruch, ein Europäer zu sein und auch entsprechend behandelt zu werden, aber er war noch nie in Europa und den Fuß dahingesetzt. Wird Kompagnon eines Händlers namens Lingard, der ihm dann sein Geschäft übergibt und ihm zugleich eine Frau zuhält, nämlich eine malaiische Frau, die er Lingard mal in einer Konfrontation mit Piraten aus seiner Sicht gerettet, aus ihrer Sicht geraubt hat und die dann bei ihm aufwächst als ihr Mündel, als sein Mündel. Almayers Deal ist, er kriegt das Geschäft, wenn er die Frau heiratet, die er heiratet und mit der er überhaupt nichts anfangen kann, die er nicht versteht, das wird auch ein Thema sein im Film, mit der er aber eine Tochter zeugt, namens Nina, die er abgöttisch liebt und deren Lebensglück dann sein einziger Lebensinhalt wird. Wir treffen ihn zu Beginn des Romans an in einer Situation, in der sein Geschäft schon lange pleite gegangen ist. Niemand treibt mehr Handel mit ihm, nicht einmal die holländische Kolonialverwaltung nimmt ihn ernst. Almayers Folie bezieht sich auf ein Haus, das er baut, englische und holländische Kolonialfunktionäre zu empfangen auf seinem Plantagengelände und bei seiner Handelsstation. Das bleibt eine Ruine und ein unfertiges, ein Monument seines Scheiterns eben auch. Und Almayers Folie ist die Bezeichnung, die die Holländer benutzen für diesen Hausbau. Die sagen, der ist total bescheuert und verrückt geworden und hat das überhaupt nicht mehr im Griff. Und die Geschichte ist dann die, dass er eben versucht, seiner Tochter eine Zukunft in Europa zu entwickeln. Es geht darum, dass er einen Schatz im malaiischen Urwald vermutet, zu dem ihn der Lingard hinführen soll, der ihm da eine Schatzkarte hinterlässt. Diese Expedition kommt natürlich nie zustande. Und im Roman endet es damit, dass seine Tochter, die in einem katholischen Internat war und dort rausgeschmissen wird, als einer der Söhne der Internatsleiterin sich in sie verliebt und dann zurückgeschickt wird. Die brennt dann mit einem malaiischen Prinzen durch und der Vater sitzt am Ende in seinem in seiner Ruine und brennt die nieder. Was macht die Also es geht eben auch darum, dass, und das macht dann diese Diskussion um Colonial und Postcolonial im Falle von Almayers Folie wieder etwas schwieriger. Es geht im Grunde darum, dass alle Versuche,
die sogenannte westliche Zivilisation zu exportieren und eine Bildung jemanden wie Nina angedeihen zu lassen, zum Scheitern verurteilt sind, ein Oberflächenphänomen bleiben und sich eben nicht durchsetzen können gegen das, was da tatsächlich passiert. Es gibt eine Passage in dem Buch, die bemerkenswert ist und die, wie mir scheint, dann durchaus auch einen Schlüssel zu der Lesart bieten kann, die Chantal Ackermann von diesem Roman entwickelt. Das ist eine Beschreibung des ersten romantischen Treffens zwischen Nina und dem malaiischen Prinzen, wo dann der Blick gewissermaßen vom Geschehen im Kanu abgewendet wird auf das, was da steht. All around them in a ring of luxuriant vegetation bathed in the warm air charged with strong and harsh perfumes, the intense work of tropical nature went on. Plants shooting upward, entwined, interlaced in inextricable confusion, climbing madly and brutally, sorry, Schreibfehler, over each other in the terrible silence of a desperate struggle towards life-giving sunshine above, as if struck with sudden horror at the seething mass of corruption below, at the death and decay from which they sprang. Mit der Passage kann man sich natürlich länger auseinandersetzen, was da über tropische Natur gesagt wird. Confusion, climbing madly and brutally, desperate struggle. Aber was hier entworfen wird, ist so etwas wie eine Landschaft, in der Pflanzen irgendwo in der Mitte hängen, über einem bodenlosen Grund und einem Himmel, der nie erreicht wird. Und genau dieses Streben hier wird hier in einer Naturbeschreibung auf den Punkt gebracht, ein Streben, das für die Situation der Figuren überhaupt durchaus pertinent ist. Almayers Folly ist ein Text, der belgische Künstler seit längerem beschäftigt. Es fängt an spätestens mit René Magritte, der dieses Motiv in mehrfacher Ausführung gemalt hat, zuerst 1995. Dieses Bild heißt Almayers Folly. Sie sehen diesen Baum, der viele Wurzeln hat, die nirgendwo hingehen und oben in ein gescheitertes Monument, gewissermaßen, das die eben Almayers Wahnsinn mündet, wo dieses verzweifelte organische Scheitern in eine symbolische Form gebracht wird, das in der Passage, die ich gerade zitiert habe, bei Ackermann auch dabei auch mitgedacht ist. Wie geht nun Ackermann selbst damit um? Man kann durchaus in diesem Falle der Künstlerin selbst zuhören. Es gibt ein wunderbares Interview, das Sie online finden, das unsere Kollegin Nicole Brenes mit Chantal Ackermann geführt hat, 2011, als der Film gerade fertig gedreht war. Das wurde auf Englisch übersetzt und publiziert in einer Online-Zeitschrift, die von einem anderen Freund der Goethe-Universität, Adrian Martin, der bei uns mal 2 Jahre Gastprofessor war, veröffentlicht wurde. Lola heißt das, wenn Sie das googeln, finden Sie das ganz leicht. The Pajama Interview auf Lola. Und das ist ein sehr, sehr ausführliches Interview mit Nicole Brenes, die Filmwissenschaftlerin ist, Kuratorin, aber bei einigen Filmen auch mit Ackermann zusammengearbeitet hat. Und da geht es am Anfang über den Film, den Ackermann gerade abgedreht hat, und da sagt sie etwas sehr Interessantes, nämlich "It's not the colonial that interested me." Also an dieser ganzen Geschichte, an Almayers Folly, ist es eben nicht das, was direkt in die Augen zu springen scheint, das koloniale Setting, die koloniale Problematik, die sie interessiert hat. Es ist was anderes. Almayer and his daughter represent 2 characters and sides of me, the daughter who dares to leave home, as I did when I was a teenager, and the depressed father who, like me, is immersed in his own sense of loss. Dann sagt sie, we fall back on autobiography, better not to. Anyhow, that's how I explain the film to myself for the moment and my desire to make it. But everything is always more complicated, or much simpler.
ich würde sagen, das ist ein starker Text. Nicht? Da finden verschiedene Bewegungen hin zur Autobiografie und wieder weg von der Autobiografie statt. Außer Frage ist, dass sie uns hier ein Lektüreangebot macht, wo sie sagt, diese vermeintlich so widersprüchlichen Hauptfiguren, das ist Nina, die im Film gespielt wird von der griechisch-belgischen Schauspielerin Aurora Marion, und das ist Stanislas Mérard, der den Almayer spielt, und wenn wir Ackermann glauben und diese Clé de Lecture, diesen Leseschlüssel, den sie uns da anbietet, ernst nehmen, dann kann man sagen, ein Zugang ist eben zu sagen, diese beiden Figuren sind eine Figur und die haben ein autobiografisches Ferment auf jeden Fall für Ackermann. Ich habe Ihnen diese beiden Einstellungen gezeigt, weil sie zugleich Anfang und Ende des Films sind, mehr oder weniger. Es gibt zwei große, lange Close-ups. Dieses hier ist vom Beginn des Films. Der Film ist strukturiert gewissermaßen als ein analytisches Drama. Es beginnt mit einer Gewalttat und der Film erklärt uns dann, was passiert ist, mehr oder weniger. Und am Ende haben wir ein zweites sehr langes Close-up eben von Almayer, der in den Wahnsinn abdriftet. Das gewissermaßen das Gegenstück und das Spiegelbild des ersten Close-ups darstellt. Die Adaption ist auch insofern frei, als Ackermann den Zeitraum nicht respektiert. Es gibt Anzeichen dafür, dass das Ganze in den 50er Jahren spielt. Es gibt Anzeichen dafür, dass es in der Gegenwart spielt. Es ist ein unbestimmter Zeitort, mit dem wir es zu tun haben, der auch in seiner Ikonografie nach verschiedenen Seiten hin geöffnet ist. Und das bringt mich nun, hier die beiden in einem Bild, zu meinem letzten Punkt, den Zoom-In auf ein Motiv, das ich unter den Titel Anlegen an der Toteninsel stellen möchte. Die Toteninsel ist der Titel eines Gemäldes des Basler Malers Arnold Böcklin, das dieser in 5 Varianten zwischen 1880 und 1886 gemalt hat. Also das Bild war ein Hit und dann gab es immer neue Bestellungen, und weil er das Geld brauchte, hat er immer welche noch nachgemalt. Der Titel stammt wahrscheinlich von Böcklins Kunsthändler Fritz Gurlitt. Böcklin hat ihn dann aber irgendwann selbst verwendet. Also er hat das am Anfang nicht die Toteninsel genannt, aber akzeptiert, dass man das so benennen kann. Und das Kolorit variiert, aber die Komposition ist immer dieselbe. Und in allen 5 Fassungen ist eben dieses Boot zu sehen. Das hier ist im Übrigen die 3. Fassung, die auch nochmal eine Zeit lang Adolf Hitler gehört hat. In allen 5 Fassungen ist dieses Boot zu sehen, das auf die Insel zufährt, mit einer stehenden Figur im Bug, eine Figur ungewissen Geschlechts. Eine weitere Figur steuert das Boot, bringt es zum Anlegen. Das ist deswegen interessant, weil das Motiv des Bootes mit der stehenden Figur in den Filmen von Chantal Ackermann an entscheidenden Orten auftritt. Wenn Sie nächste Woche wiederkommen und La Captive anschauen, zu dem eben Eric de Kerper das Drehbuch geschrieben hat, das ist eine freie Adaption von Prousts Albertine Disparue, ein Teilstück der Recherche. Wenn Sie diesen Film sehen, dann wird Ihnen eine solche Einstellung begegnen. La Captive endet mit dem Verschwinden der weiblichen Hauptfigur Ariane, die mit der männlichen Hauptfigur Simon in einem Appartement in Paris zusammenlebt und in einer Art sexuellem Hörigkeitsverhältnis sich da aufhält. Im Appartement lebt übrigens auch die Großmutter von Simon. Und es ist schließlich Simon, der sich diesem Abhängigkeitsverhältnis zu entschlagen versucht, und dann kommen sie wieder zusammen und fahren zur Küste, und ich spoilere jetzt, aber das können Sie ertragen, fahren zur Küste, die Simon geht nachts schwimmen und kehrt nicht zurück. Und die allerletzte Einstellung, das ist eine ambivalente
Einstellung besteht darin, dass wir das Meer sehen und ein Boot mit einer Figur, die drin steht, Simon, wie sich dann herausstellt, der sich langsam dem Kamerastandpunkt nähert. Und das ist gewissermaßen die Reverse View, der Reverse Angle dieser Einstellung. In Almayers Folly haben Sie diese Einstellung. Das ist eine Einstellung vom Ende des Films. Das ist der Punkt, an dem Almayer einsehen muss, dass er seine Tochter verliert, dass sie mit dem Dane durchbrennt. Und er fährt hier zu einer kleinen Insel, die dann der Ort ist, von wo aus die Nina aufbricht. Und in diesem Sinne ist das, lässt sich das durchaus als die Toteninsel lesen. Die, man kann den ganzen Film als eine Variation auf dieses Motiv der stehenden Figur im Boot lesen, das an der Toteninsel anlegt. Das ist eine Anstellung vom Anfang des Films, die in verschiedenen Variationen dann wiederholt wird. Also das ist das Boot von Lingard, der am Anfang des Films noch lebt, der zurückkommt von einer Handelsreise und mit Almayer da ein langes Gespräch führt. Später ist es Dane, der mit diesem Boot ankommt und verschiedene Konstellationen wiederholen eben dieses Motiv. Es gibt verschiedene Szenen, in denen Almayer wiederum stehend in einem Boot dieses Typs unterwegs ist. Und genau. Und in diesem Sinne ist eine Möglichkeit, den Film als eine Art Serie von Variationen dieses Motivs zu lesen. Das Motiv selbst bei Böcklin, könnte man sagen, ist ein eminent filmisches Motiv. Es gibt einen Moment der Spannung, nicht? Also es ist nicht klar, wer das ist und wo das hingeht, aber man weiß, da kommt jemand an und dann passiert irgendwas, aber man weiß nicht genau was. Das ist ein Schwellenmoment, ein Moment des Übergangs und der Ankunft, der natürlich allegorisch und symbolisch aufgeladen werden kann. Deswegen hat sich der Titel Toteninsel da auch durchgesetzt. Aber es ist eben ein eminent filmischer Moment, weil es eine Bewegung ist, die Elemente eine Rolle spielen und es um einen Übergang und einen zeitlichen Ablauf geht. Es gibt eine andere Reihe oder Schneise, die man durch den Film legen kann, und das ist eine, in der genau die Landschaften zu sehen sind, die Joseph Conrad in der Stelle beschreibt, die ich Ihnen vorher zitiert habe, mit der aufstrebenden Natur, die gewissermaßen aus dem ungewissen Untergrund zu entkommen versuchen. Almayer's Folly ist ein Film, in dem es keinen festen Boden gibt oder in dem die Leute keinen festen Boden unter die Füße kriegen und in einer üppigen Natur sich aufhalten und bewegen, die eben irgendwo zwischen einem bodenlosen Sumpf und dem Himmel hängen. Das ist ein Kompositionsmotiv, das im Film auch immer wieder vorkommt. Und selbst die gebauten Räume haben eben etwas Schwebendes und Vorläufiges, sind geöffnet hin zum Wasser oder zur Natur. Wie wir diese Übergänge und dieses Motiv genau lesen sollen, das ist vielleicht etwas, worüber wir uns dann in der Diskussion unterhalten können. Machen Sie sich bereit zum Anlegen mit Chantal Ackermann. Jetzt gibt es eine Pause und dann machen wir gleich weiter. Vielen Dank. Es sind viele Punkte, die wir jetzt von diesem Film, worüber wir sprechen können. Ganz am Ende habe ich sehr stark in der Musik gedacht, gerade weil jetzt am Schluss wieder so musikalisch wird. Und ich habe mich während des Films gefragt, weil ich glaube, wir werden im Laufe dieser Reihe sehen, dass Musik sehr wichtig ist für Chantal Ackermann, sogar Musicals gedreht und so. Aber in diesem Film habe ich das Gefühl gehabt, dass es sehr punktuell benutzt, aber auch so als Teil der Geschichte sogar, dass es die kulturelle Unterschied sogar punktuell zeigt. Und ich wollte wissen, ob du darüber Gedanken gemacht hast oder was du darüber sagen könntest. Ja, also es sind ja im Wesentlichen drei Musikeinsätze. Also es ist die Wagner-Ouvertüre, die jeweils beim
Schiffsmotiv kommt. Also das Schwarze Meer und der Lichtstrahl, der sich dann als Reflex des Scheinwerfers des Bootes entwickelt. Und da kommt immer dieses Fragment von Wagner. Und dann ist es Dean Martin, der Sway singt. Und das Mozart-Stück Ave Corpus Verum, also was um den Körper Christi geht. Und mehr ist ja eigentlich nicht. Also was sie dann manchmal singen oder so, dann die lokale Musik oder so, das ist was für mich so der Gegenpunkt zu den westlichen Musik, die im Film spielt, aber dann wird gesungen, nicht viel, aber dann auch wichtig irgendwie. Ja, also einmal wird die ganze Tragikomödie oder lächerliche Tragik, tragische Lächerlichkeit von Almayer ja dargestellt, also in dieser Szene im Boot, wo sie auf Schatzsuche sind und seine Crew singt ein regionales Lied und er beginnt dann darüber seinen Chopin zu trällern, den man. Genau, ich glaube, das ist für mich so die Szene, wo ich gemerkt habe, wie sie das nutzt, als Teil der Unterschied zu zeigen, wie er auch diese Kultur da ganz nicht von haben will. Also er will einfach so seine Musik oder so. Und, also der Almayer ist ja sowohl bei Konrad als auch bei Chantal Ackermann gewissermaßen ein entleerter Signifier of Whiteness. Um es mal so zu sagen, das ist ja vollkommen machtlos. Und im Roman wird das noch ausgeprägter dargestellt. Da treten noch andere Weiße auf, nicht nur Lingard, sondern es treten die Briten auf und es treten die Niederländer auf. Und die machen sich alle lustig über den. Unter anderem, und sie machen sich auch lustig über seinen Anspruch, ein Weißer zu sein. Nicht? Also er ist ja nun da geboren, war nie in Europa, ist ein erfolgloser Händler, es treibt niemand mehr Handel mit ihm oder immer nur dann, wenn es irgendwas zu holen gibt. Also im Roman ist Dein zunächst ein Händler, der mit ihm wieder anfängt, Geschäfte zu machen, nachdem er eigentlich aus allen Handelsnetzen rausgefallen ist, wegen Nina, weil er sich in Nina verliebt und weil er irgendwie einen Vorwand sucht, um da sein zu können. Und da gibt es eben wieder diesen Moment, wo er das Gefühl hat, dass er Teil dieser weißen Machtstruktur ist. Aber das Interessante an der Konstruktion der Figur von Almayer mit Blick auf das ganze Herrschaft des Herrschaftssystems des Kolonialismus ist, dass er für die rassistische Kategorisierung der Menschen wichtige Eigenschaft hat, weiß zu sein, aber völlig aus der Machtstruktur rausgefallen ist. Und das ist ja im Film durchaus auch so. Nicht? Nur, also diese Aussage aus dem Interview, aus dem Gespräch mit Nicole Brené, die ja übrigens am Drehbuch mitgearbeitet hat, das ist immer so, das heißt im Abspann avec l'écoute attentive de Nicole Brené. Die Aussage, die sie da im Interview trifft, wo sie sagt, das Koloniale war nicht das, was mich interessiert hat, das ist natürlich eine sehr raffinierte Einklammerung. Das ist eine Aussage, die sie anderswo auch noch getroffen hat. Sie entlastet sich damit von der Anforderung, historisch akkurat zu sein oder sich auf die Analyse der Machtstrukturen zu konzentrieren und kann sich dann auf das, was den Ausschlag gegeben hat, auch bei der Lektüre des Buches für sie, sich dann für diesen Stoff zu interessieren, konzentrieren, nämlich diese Vater-Sohn-Beziehung, Vater-Tochter-Beziehung, die auch eine Variation ist der Mutter-Tochter-Beziehung, die wir im Werk Ackermanns jetzt im Laufe des nächsten Jahres immer wieder antreffen werden. Aber das kriegt man, also man kriegt es natürlich nicht weg. Also diese Thematik bleibt da und es gibt ja mehrere Stellen im Film, wo es explizit angesprochen wird. Die Stelle, die du gerade aufgerufen hast mit der Musik, ist eine. Die Stelle, wo bei der Abschiedsszene oder bei der Trennung, wo die Trennung gewissermaßen vollzogen wird, wo Nina ihm sagt, welche Haltung die Weißen zu
dem Leben in der Stadt haben und welche Quartiere die eben besuchen und welche nicht, und dass er eigentlich genauso einer ist, auch wenn er nicht Teil der Machtstruktur ist. Das zielt natürlich schon auf eine Analyse dieser kolonialen Verhältnisse, klar. Ja. Gibt es direkt schon Fragen vom Publikum oder Kommentare in der Rembert? Ich kann vielleicht an das anknüpfen, was ihr gerade schon diskutiert habt. Und zwar hattest du ja in deinem Vortrag gesagt, dass das ein Film ist, in dem es schwer ist, einfach so festen Boden unter die Füße zu kriegen. Und was mich total irritiert hat bei dem Film, ist wirklich der Soundtrack. Ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal gehört habe in der Art und Weise. Und mir war nicht ganz klar, was da im Einzelnen abgemischt wird. Also das ist, wenn man sich auch den Abspann anguckt, sind ja mindestens drei verschiedene Studios bei der Nachsynchronisation. Also es gibt die Nachsynchronisation, es gibt drei Tonstudios, die beteiligt sind. Und teilweise werden hier die absurdesten Sachen hochgemischt. Also das heißt, man hat Pseudoräume, die gemischt werden, man hat Raumeffekte, man weiß nicht, ob die Atmo hochgedreht wird. Dann werden die Stimmen werden komisch hochgepegelt. Also das heißt, dieser Effekt, den du beschrieben hast, der sich visuell dann teilweise einstellt, hat sich für mich auch ganz stark in einem Sounddesign manifestiert, wo ich kein richtiges Pattern gesehen habe. Ich habe das gar nicht richtig kapiert. Also weil es war, aus welcher Perspektive sind diese Räume gefilmt? Es ist ganz viel phantasmatischer Raum, die Räume stimmen nicht vom Sound her. Und gibt's da vielleicht einen Kommentar auch mit dazu oder etwas, oder ist das angesprochen worden, wie dann die Soundarbeit in dem Film irgendwie funktioniert? Oder hast du da selber einen Take drauf? Weil ich fand das schon extrem ungewöhnlich. Haben nichts gefunden, wo sie sich äußert, aber das ist eine Frage, die wir Claire Atherton stellen müssen, weil sie natürlich damit auch zu tun hatte und mit dem Soundmix auch wirklich zu tun hatte. Aber das stimmt schon, also wenn man den Film jetzt als Übungsexempel für die Filmanalyse nimmt, da fallen alle Kategorien auseinander, nicht? Also zeitliche Ordnung herzustellen, es gibt manchmal, es gibt die Szene, die relativ früh kommt, schon in der Episode, wo Lingard noch am Leben ist, die so halb geframed ist als Rückblende, wo Nina und Dane im Boot liegen und gewissermaßen schon den Plan schmieden für die Flucht. Das ist wie eine ortlose Rückblende, die auch niemandem attribuiert ist und die einfach so aus einer Art Meteor mitten einschlägt und dann auch nicht wieder aufgenommen wird. Nicht? Also ich finde, die Beobachtung ist völlig korrekt, dass das auf der Soundspur konsequent durchgehalten wird. Da ein Pattern zu finden, ist in der Tat dann schwierig. Nicht? Also es gibt viele Abgründe, wo was aufgemacht wird und dann kann man reinfallen und kriegt eben keinen festen Boden mehr unter die Füße. Also sowas wie eine durchgezogene Diegese gibt es nicht in diesem Film. Nicht? Und das ist in der Tat auf der Tonspur auch konsequent durchgearbeitet. Ich meine, es gibt Wiederholungen, es gibt kompositorische Muster, die relativ klassisch sind, eben das Motiv des schwarzen Wassers mit dem Lichtkegelreflex und dem Wagner-Motiv. Es gibt diese Symmetrisierung der Close-Ups, Anfang, Ende, im Ninas Reaktion auf die Tötung von Dane, wo sie dann hinsteht und das Ave Corpus Verum singt, ist ja auch im Grunde auch eine Episode des Wahnsinns. Aber das ist nicht eindeutig zu lesen. Und das letzte Close-Up, das ist in gewisser Weise stärker psychologisch kodiert, aber dann auch wieder in gewisser Weise so überzeichnet, dass es keine Psychologie mehr hergibt, was der da macht. Ja. Mhm. Kalani.
Ja, vielen Dank. Ich hätte so eine ähnliche Frage, mit dem Thema Sound zu bleiben. Nämlich, weil du dieses Gemälde am Anfang gezeigt hast von dem Boot, ist mir diese Vorspannsequenz sofort aufgefallen. Nämlich diese Idee, dass wir halt keine Quelle mehr haben, was wir jetzt auch schon ein bisschen angesprochen haben. Also ich habe nicht gewusst, wo ich war, woher dieses Licht kam, ob ich im Boot war. Und dann haben wir am Ende gesehen, nach einer langen Kamerafahrt irgendwie, das Licht kommt von oben, von so einem Gebäude. Und ich fand auf der Tonbildebene das auch irgendwie ähnlich, als die Mutter auf der Flucht war mit dem Kind. Dass halt wir immer die Stimme von einem Mann gehört haben über die Bilder von der Frau, aber manchmal auch nicht. Also ich wollte fragen, was du zu diesem Ton-Bild-Verhältnis, so mehr als Musik, sondern eher dieses Dissonance, dieses Dissonanz, was da irgendwie manchmal sehr stark und explizit vorkommt. Nicht nur, dass wir nicht wissen, sondern es halt gezeigt wird, wir haben halt keine Quelle. Oder die Quelle stimmt nicht mehr damit überein, mit dem, was wir indexikalisch denken würden. Also beim Lichtkegel am Anfang würde ich sagen, der wird dann schon klar zugewiesen, aber es ist der Scheinwerfer des Bootes. Das Boot kommt aber mehrfach wieder in unterschiedlichen Konstellationen. Am Anfang steht Lingard drauf, dann steht die Nina drauf und dann ist es nochmal, also das ist dann die Szene, wo Nina und Dein auf dem Boot stehen. Und die Suchszene, die ist in der Tat sehr ungewöhnlich montiert. Man könnte auch sagen, sie spielt in gewisser Weise mit den Konventionen. Also es ist ja eine Verfolgungsjagd, it's a chase scene. Wir sind auf dem Ton am Ende, bevor sie sie finden, sind wir bei den Männern und auf der Bildebene bei den Frauen und man weiß nicht, welche Distanz das ist und dann wird die Distanz schlagartig aufgehoben. Und in einer konventionellen Dramaturgie müsste es die Entdeckungsleistung geben, es müsste gewissermaßen hin und her geschnitten werden. Man könnte auch sagen, das ist eine simultane Parallelmontage, also Ton und Bild werden zusammengeschnitten. Und da wir von der Erfindung von Formen sprechen, ich habe sowas auch noch nicht gesehen. Nicht? Dass eine Chase-Scene so gelöst wird. Und es funktioniert ja als Chase-Scene, aber es funktioniert dann in gewisser Weise auch nicht. Und die räumlichen Verhältnisse und dramaturgischen Verhältnisse kollabieren, wenn man sie konventionell konstruieren will, total. Und es wird eben was anderes draus. Also auch deswegen habe ich den Magritte gezeigt. Nicht? Das kommt so in eine Schwebe. Und es wirkt irgendwie realistisch und vertraut. Und wenn man dann genau hinhört und das alles durchrechnet, dann geht es eben nicht mehr auf. Ja. Gibt es weitere Fragen, Kommentare? Ja, ich hab noch Fragen zu der Handlung. Mhm. Und so hab ich nicht so ganz verstanden, letzten Endes, warum der Vater seine Tochter gehen lässt. Und auch ganz am Anfang, also zu Beginn des Filmes, gab es ja diesen Mann, der den tötet. Und ist mir die Beziehung einfach von dem Mörder zu dieser Familie nicht klar. Ich meine, war das einfach jemand, der das Mädchen kannte und der aber irgendwie Opium geraucht hat? Also irgendjemand? Oder können wir die Bedeutung überhaupt wissen? Ja, also wenn man versucht, das linear zu rekonstruieren, dann ist der Mörder der Assistent, Diener, Begleiter von Lingard. Das ist ja der bei ihm ist, als er stirbt. Und er ist auch der bei der Schule, also so müssen wir das annehmen, es gibt ja die Szene, wo er sich seine Pfeife anzündet und aus dem Fenster schaut, mutmaßlich auf den Schulhof und wir hören den Gesang der Kinder. Und man kann das so konstruieren, dass man sagen kann, okay, das ist der Assistentdiener von Lingard, der abgeordnet ist, um auf Nina aufzupassen. Dann auch sich um Lingard kümmern muss. Und Lingard spricht ja auch mal über ihre Geschichte, wo er sagt, also Chen heißt er, wo er ihm sagt, ich habe dich die ganze Zeit vor allem gedemütigt und du bist immer noch da. Und das ist so eine halbe Entschuldigung, aber dann auch wieder nicht. Also das beschreibt auch deren lebenslange Beziehung. Es wird
in keiner Weise klar gemacht, weshalb er dann am Ende gewissermaßen Rache übt, also weshalb er den Dain tötet. Das kommt im Roman so nicht vor. Was im Roman aber vorkommt, ist, dass der Vater die Tochter gewissermaßen freigibt. Dieser Plot mit dem vorgetäuschten Tod ist im Roman auch sehr wichtig. Das Rebellentum von Dain spielt ja auch eine Rolle. Also der ist gewissermaßen eine Art Guerilla avant la lettre. Der kommt im Roman aus einem malaiischen Fürstenhaus, betreibt Handel, aber ist eigentlich hat einen adligen Hintergrund und gehört da, wo er herkommt, zur gesellschaftlichen Elite. Und der kommt dann mit seinen Geschäften den Holländern in die Quere. Und die beschlagnahmen sein Boot, also im Roman jetzt, beschlagnahmen sein Boot, nehmen ihm die Leute weg. Und dann flieht er, anstatt zu, schlau wäre, wenn er nach Hause ginge, aber dann flieht er zurück den Fluss hoch, weil er die Nina mitnehmen will. Und er weiß, die Holländer verfolgen ihn, und um sich der Verfolgung zu entziehen, inszeniert er diesen Todesfall mit der Leiche, die dann im Fluss gefunden wird, mit seinem Ring und einem Fußkettchen auch noch im Roman. Und an diesem Manöver ist die Mutter von Nina schon beteiligt. Hier wird sie, das ist auch eine signifikante Änderung, hier tötet sie den Assistenten oder den Weggefährten von Dain, um gewissermaßen diese Leiche herzustellen, die man dann als Leiche von Dain ausgeben kann. Im Roman ist es ein Unfall, aber sie ist Komplizin und sie organisiert gewissermaßen die Flucht. Und im Roman wird, wie hier im Übrigen auch explizit gesagt, ihr geht es darum, zu verhindern, dass sie in die Welt der Weißen übertritt. Also das Dramatische, die Entscheidung, um die es hier geht, ist eben die, wo endet Nina? Wird sie weiß, oder in Anführungszeichen weiß, oder wird sie Teil der Kultur ihrer Mutter? Und Almayer, um auf die Frage zurückzukommen, im Buch gibt sie frei, weil er einsieht, dass er nichts mehr machen kann. Also er sieht ein, dass sein Modell nicht funktioniert. Sein Plan ist es ja, reich zu werden und nach Amsterdam zu ziehen und sich ein schönes großes Haus an der Grachtengondel zu kaufen und da bis ans Ende der Tage das Leben eines reich gewordenen niederländischen Kolonisten zu führen, so wie sein Großvater, den er nie getroffen hat. Und das geht dann nicht mehr. Der Moment, in dem er die Nina mit dem Dain dann gehen lässt und sie auch deckt gegenüber den Holländern im Buch, ist der Moment, wo er einfach einsieht, dass er nichts machen kann. Das ist dann gewissermaßen der letzte Akt der Liebe. Also ein klassisches Eifersuchtsdrama wäre, dass er sie umbringt und nicht versucht, den Dain umzubringen. Aber das tut er nicht. Also das ist der Moment, wo er dann plötzlich eine tragische Größe bekommt, die er vorher nicht hatte, weil er durch und durch lächerlich war. Und man kann es hier so auch lesen, aber es gibt vielleicht noch ein anderes Moment. Ackermann sagt dann auch noch über die Figurenkonstellation, Almayer liebt die Tochter, aber er ist auch total selbstsüchtig. Also das ist eigentlich sein Projekt. Nicht? Die Tochter ist gewissermaßen das Vehikel seiner Erlösung. Und er liebt sie, er liebt durch sie sich selbst. Und der Verzicht auf die Tochter ist gewissermaßen eine Abkehr von diesem Egoismus. Und es ist ein Opfer, das er bringt. Man kann sich ja fragen, weshalb dieses Mozart-Lied in dem Film so eine wichtige Rolle spielt, das den Körper Christi beschreibt, diese komplexe Konstruktion eines Körpers, der nicht ganz menschlicher Körper ist und dann doch menschlicher Körper und das Vehikel der Erlösung in der christlichen Religion ist.
zumal Ackermann jüdisch ist. Das ist jetzt nicht so, dass die mit dieser katholischen Denkfigur erzogen worden wäre. Ja, ich weiß, ist das eine halbwegs sinnvolle Antwort? Ja, ihn. Ja, ja, ja. Also der steht ja auch am Ende da irgendwie, das ist ja auch, also ich habe das als sehr theatralisch gesehen, die ja. letzte Szene praktisch, steht er irgendwie sehr so, ich weiß nicht, wie so, für mich war das so stumpf im Raum stehend und ich hätte eher erwartet, dass er vorher schon auch diese Waffe hatte, dass er jetzt, wenn er das Paar findet, beide umbringt oder so, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Nein, nee, er ballert in die Luft. Und am Ende, also das Einzige, was er am Schluss noch sagt, ist, morgen werde ich es vergessen haben, was er selbst nicht glaubt. Und er weiß es auch. Ja. Danke. Ich fand das, diesen Gedanken mit dem Bild zu Böcklin ganz spannend, dass man den, sozusagen die Perspektive auf die Insel rüberstellt und dann auf das Boot schaut, das ankommt. Und es, ich habe natürlich gesehen, wie diese Bedeutung irgendwie in den Film mit reingetragen wird, aber vielleicht, also es war mir trotzdem rätselhaft und vielleicht die Frage umgedreht, also was bringt dann die Verwendung dieses Bildes oder als Kommentar auf das Bild zurück zu Böcklin? Also erstens mal heißt der Böcklin. Das, da kann ich nicht. Nein, sorry. Nee. Blöder Spruch. Aber die... der Film ist in gewisser Weise hermetisch. Und es ist ein Film, der es gibt im Französischen den wunderbaren Ausdruck Clé de lecture, also ein Leseschlüssel, mit dem du den Text aufschlüsseln kannst. Und das Schloss klappt dann vielleicht am Ende doch wieder zu. Der Böcklin-Verweis im Vortrag ist eine Clé de lecture, also ein Vorschlag, das zu lesen. Aber es ging eigentlich davon aus, dass ich selbst beim Schauen des Films eine gewisse Faszination für diese Anlege- und Anfahrtsmomente entwickelt habe und irgendwann auf den Gedanken gekommen bin, das erinnert mich doch an irgendwas. Und der Vorschlag, das über Böcklin oder Böcklin zu lesen, ist einer, bei dem das Motiv des Übergangs und auch des Ankommens an einem Ort, an dem dann doch kein Leben mehr ist, hier aufzuschließen. Ackermann ist eine literarisch sehr, sehr gebildete Person, aber natürlich auch bewandert in den visuellen Künsten. Also es ist nicht, es geht mir jetzt nicht in einer klassisch-philologisch-literaturwissenschaftlichen Vorgehensweise darum nachzuweisen, dass das ein Einfluss war auf Ackermann. Aber es scheint mir sinnvoll zu sagen, es gibt dieses Motiv und es gibt diese Figuration des Ankommens an einem Ort, an dem es eigentlich nicht mehr weitergeht. Und das ist ein sehr starkes Thema in diesem Film. Nicht? Also Almayers Ort ist der Ort, an dem es nicht mehr weitergeht. Das ist in diesem Sinne eine Toteninsel. Und da anzukommen, ist nichts Glücksverheißendes. Also, es ist als Clé de lecture gedacht. Ist das eine sinnvolle Antwort? Ja. Ich hatte dazu ja irgendwie auch nochmal einen anderen Eindruck, der ist so ein bisschen verknüpft eigentlich zu dem, was Kalani und Rembert vorhin gesagt haben, weil du dieses Schiffsmotiv ja als einen Schwellenmoment beschrieben hast und das Gefühl von irgendwie einer Form von Desorientierung, sowohl zeitlich als auch räumlich, was jetzt irgendwie schon beschrieben wurde, wie sich das ausdrückt, hat sich für mich auch wie so ein permanentes Dazwischen angefühlt. Also, dass man eigentlich die ganze Zeit darauf wartet, dass die Rückblenden oder Vorblenden wieder aufgegriffen werden oder dass der Raum sich einem irgendwie erschließt und das findet aber nie so richtig statt. Und diese Situation von Warten ja auch eigentlich bei allen Figuren eine große Rolle spielt. Und man sich immer so ein bisschen fragt, wer hat jetzt da eigentlich irgendeine Form von Agenz, weil irgendwie alles so sehr reaktiv immer funktioniert.
Also das war für mich so ein bisschen irgendwie die Verknüpfung von diesen beiden Elementen. Aber ich weiß nicht genau, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr darüber sprechen, was du mit Schwellenmoment meintest und ob du irgendwie auch so eine Verknüpfung siehst zur Seherfahrung von dem Motiv im Kontext von dem Film. Der Beschreibung oder Beobachtung würde ich zustimmen, dass also ein Merkmal des Films ist, dass es eben keine Abschlüsse gibt. Keine Handlungsabschlüsse, keine Raumabschlüsse, keine Zeitabschlüsse. Und es ist gewissermaßen alles in der Schwebe und im Übergang. Oder vielleicht kann man es auch von daher angehen. Nochmal anfangen bei der Aussage, an dem ganzen kolonialen Komplex war ich nicht interessiert. Der Film ist in Kambodscha gedreht, was ein brauchbares Substitut für alle möglichen südostasiatischen Örtlichkeiten ist. Das konkretisiert sich in den Szenen, die in der Stadt gedreht sind. Da sieht man den Physiognomien der Leute an, die da auf der Straße rumlaufen. Aber das ist gewissermaßen die einzige Konkretion des Raumes. Sonst ist das generischer kolonialer Raum, wenn man so will. Und es ist auch eine merkwürdige Zwischenzeit. Also es ist ja halt eben nicht Ende des 19. Jahrhunderts, sonst hätte er keinen Schallplattenspieler. Es ist gewissermaßen spätkoloniale Zeit. Und Dein kann man auch schon als eine Art Proto-Guerillero lesen. Also wenn man es dann historisch konkretisieren möchte, der erste erfolgreiche Guerilla-Aufstand, beziehungsweise der erste Guerilla-Aufstand, der dazu geführt hat, dass ein Land in die Unabhängigkeit entlassen wurde, im südostasiatischen Raum in den 50er Jahren ist der Malaya-Aufstand, bei dem die Engländer dann darauf reagiert haben, dass sie gesagt haben, also die Kommunisten wollen wir nicht an die Macht lassen, dann machen wir lieber einen auf Unabhängigkeit und lassen die Leute gehen. Das würde da zeitlich reinpassen. Hätte man alles so kodieren können, hätte man alles genau ansetzen können, sagen können, Dein ist jetzt halt ein Führer der kommunistischen Malaya-Guerilla und er kämpft gegen die englische Kolonialmacht. Also nichts von dem wird spezifiziert, um eben eine Unbestimmtheit zu lassen, zeitlich, räumlich, historisch, bei der es am Ende nur noch um diese Bewegung geht, die Übergangsbewegung. So, vielleicht. Ist das irgendwie... Ja. Ich würde doch gerne nochmal auf die Figurenkonstellation kommen. Und zwar, weil ich mich die ganze Zeit frage, ob das, was du vorhin simultane Parallelmontage genannt hast, also was da ging es um Tonbild, was Kalani gesagt hat, oder auch was diese Wartebewegung und diesen Zwischenraum betrifft, ob man da doch nicht Chantal Ackermann beim Wort nehmen könnte, wenn sie sagt, dass sie sich, sinngemäß hast du es so beschrieben, demokratisch auf die beiden Figuren verteilt hat, weil ich die ganze Zeit den Eindruck hatte, dass das auch dazu trifft, dass die sozusagen ineinander gestülpt sind. Also all das, was sie ja recht tonlos die ganze Zeit beschreibt als Erfahrung von Domestizierung in diesem Heim, lebt er eigentlich vor. Diese gnadenlose Ohnmacht, Passivität, ja, auf Erlösung warten, wirft sie ihm sogar vor. Ja. Kommt nochmal ganz explizit am Schluss dann mit diesem Anrufen vom Futur 2, ich werde es vergessen haben. Das sind ja alles Sachen und Ausdrücke und auch so dargestellt, auch in der Körpersprache, wie man sich es eigentlich vorstellen kann für ihre Situation in diesem Heim, auch die Einzige zu sein, die anders ist. Also da gibt es ganz viele, dieses permanente Warten, abgeholt zu werden und so weiter, ne? Wie er wartet auf die ihm doch noch die Miene zeigen. Das ist wie so ein ineinander gestülptes Verfahren von eigentlich einer Figur. Das leuchtet mir absolut ein. Also das hat mich die ganze Zeit so durch die Wahrnehmung getragen. Und das, finde ich, passt sehr gut zu diesem permanenten Ineinander und ja, Wasser und Erde auch. Ja, genau. Durch das Wurzelwerk, ja, das ganze lose Wurzelwerk passt extrem gut, finde ich, auch in diese Eltern-Kind-Beziehung, die keine ist, die auch so im Dazwischen hängt und genau, so in einem Luftwurzeln rahmt sozusagen. Ja. So Luftwurzeln, wie bei Margrethe, nicht?
hängt in, hat, schlägt Wurzeln, aber ins Leere. Ich kann nur Ja sagen. Also ich glaube, also wenn man das so weiterträgt, dann kriegt man auch encore in clé de lecture einen Schlüssel für die Ton-Bild-Verhältnisse und Montagen. Also das sind eben unentrinnbare Räume. Das sind wie diese Möbius-Schlafen, die es bei Magritte dann halt auch gibt. Aber eben auf eine Vater-Tochter-Beziehung, die zugleich eine Selbstbeziehung ist, bezogen. Man kann es als Metapher-Modulation der Mutter-Tochter-Beziehung lesen. Was interessant ist, man könnte ein riesiges Schuldgefühl-Drama daraus machen. Und das ist eine Emotion, die irgendwie gar nicht richtig vorkommt. Es gibt Reue. Also er merkt, dass die Tochter eigentlich darauf gewartet hat, dass er sie abholt und er in seinem Leben nichts lieber anderes gemacht hätte, als das zu tun und dann realisiert, dass es jetzt zu spät ist. Das ist der melodramatische Kern, nicht? Aber es ist erstaunlich, sagen wir mal, strukturell. In dem Sinne, dass eben zum Beispiel also der Vorwurf, du gehst weg, das spielt dann im Verhältnis von Ackermann zu ihrer Mutter dort, wo es biografisch wird oder autobiografisch wird, eine ziemlich wichtige Rolle. Auch in dem Prosastück, das sie noch geschrieben hat, in Famille Bruxelles, ist das ein ständiger Unterton. Und davon ist hier irgendwie nichts zu hören, sondern es geht wirklich um diese Raumkonstruktion, die zugleich eine Subjektskonstruktion ist. Ja, vielleicht auch zum Thema Raum und Subjektkonstruktion. Der Film hat mich in vielerlei Hinsichten an Fitzcarraldo erinnert, also Thema Vater-Tochter-Beziehung und wahnsinniger Versuch der weißer kolonialer Mann. Ich wollte dich fragen, ob man Almayer als Anti oder gegen Fitzcarraldo in dem Sinne sehen kann und wie würdest du die beiden Filme zusammen betrachten? Ja, also wenn man auf Conrad bezieht, ist vielleicht die Figur von Kurtz, dem Wahnsinnigen im Kongo, ist vielleicht näher an Fitzcarraldo dran. Also der Prozess ist going native und des Durchdrehens. Aber was ich bei Fitzcarraldo schon bemerkenswert finde, da wir von Agency gesprochen haben, ist, dass sowohl Fitzcarraldo als auch seine indigenen Antagonisten über sehr viel Handlungsmacht verfügen. Also Fitzcarraldo hat diesen unglaublichen Plan, das ist ja, er will natürlich reich werden, aber er will ja auch den Einwohnern des Amazonasgebietes die Oper nahebringen. Er will die kultivieren und in diesem Sinne kann man sagen, das ist ähnlich wie hier. Gut, also die sollen Chopin lernen und die eigentliche Kultur ist eben das, was in Paris passiert und nicht die Liedchen, die hinten im Boot singen. Was mir frappierend scheint bei Almayer, und da ist in gewisser Weise auch der kritische Einsatz von Conrad, da müsste man Gino Achebe nochmal gegen den Strich lesen, ist, dass er sich eigentlich fragt, was bedeutet es, in diesen Bedingungen weiß und absolut machtlos zu sein. Nicht? Also ja, deswegen meinte ich Anti Fitzcarraldo. Ja. Wobei am Ende, also das Fitzcarraldo hat ja ein wunderbares Ende, nicht? Also wo die Indigenen das Boot wieder den Fluss runtergehen lassen und man kann nochmal von vorne anfangen. Und insofern ist er da auch völlig machtlos. Also er weiß einfach nicht, auf wie schlechtem Fundament seine Autorität gebaut ist. Aber das ist, also Almayer ist eine dramatisch machtlose Figur, der auch immer nur, also im Roman und hier in die Nähe von Handlungsfähigkeit kommt, wenn irgendeiner von den Indigenen oder der arabische Nachbar irgendwas von ihm will.
Also im Roman ist es, wenn Abdullah will da auch die Tochter heiraten und macht deswegen Geschäfte mit ihm, und als die Hochzeit nicht stattfindet, ist es auch wieder vorbei. Und solange Lingard noch irgendwo am Horizont ist, machen die Leute mit ihm Geschäfte, aber wenn der weg ist, ist es auch vorbei. Und wenn, solange Dain sich für Nina interessiert und ihr den Hof macht, kann er Geschäfte machen, aber er hat überhaupt keine eigene Handlungsmacht. Also er ist eigentlich immer gewissermaßen abhängig von dem, von der Vegetation, in der er sich bewegt. Ja. Aber interessant ist, dass das Ergebnis von beiden Protagonisten eigentlich dasselbe ist. Also dass auch bei Fitzcarraldo alles am Ende zum Nichts kommt. Also, weil genau, nee, nee, klar. Und eben, also der Wahnsinn im Dschungel, das ist dann klar ein gemeinsames Motiv. Es gab eine Rezension im Übrigen bei Variety, wo die Rezensentin sich irgendwie beklagt über die, die Darstellerin der Nina und sagt, die ist total langweilig und die macht ja nichts und so. Die soll nichts machen. Das ist die Schwierigkeit dieser Rolle. Das ist bei also Stanislas Berard, den sehen Sie dann auch nächste Woche wieder im, in der La Captive. Da ist er auch, da spielt er den Simon. Und das ist ein Schauspieler mit einer erheblichen Bandbreite. Und hier muss er gewissermaßen das Nichts variieren. Okay, ja, wir haben eine letzte Frage hier. Ja, ich wollte jetzt noch einmal hinterfragen, diese Machtlosigkeit, die da jetzt betrauert wird, auch irgendwo so ein bisschen. Nee. Ja doch, er weidet sich ja ein bisschen. Ich meine, er ist natürlich nicht machtlos, er hat diverse Diener und er kann seine Frau hin und her scheuchen. Und auf der Ebene ist er natürlich ganz anders gestellt als seine Tochter. Deswegen finde ich auch nicht, dass das gleichmäßig ineinander gestülpt wird oder so. Und ich finde es auch sehr bezeichnend, dass die am Ende, also nicht enden wollen, eine Einstellung auf ihm liegt. Bezeichnet inwiefern? Also ich glaube, dass sie eine stärkere Fokussierung auf ihn einnimmt, wahrscheinlich ähnlich mit Konrad zusammen. Also es ist nicht eine gleichmäßige also eine Darstellung von einer Spiegelung oder sowas ist. Von den beiden Figuren. Also sagen wir so, ich würde nicht sagen, und ich glaube, das sollte jetzt auch nicht irgendwie das Ergebnis sein der Diskussion oder der Analyse, ich würde nicht sagen, dass hier die tatsächlichen Machtverhältnisse kamoufliert werden. Und er ist natürlich immer noch der Weiße und er hat einen gewissen... Eben halt genau diese Machtverhältnisse, die ihn Diener schafft und also der sein einer Diener, der ihn davor bewahren will, Fehler zu machen und so weiter. Wenn das sozusagen irgendwie wirklich Randfiguren sind und von aus deren Perspektive oder sowas nie erzählt wird, dann ist es natürlich sozusagen, also wenn ich jetzt ihr eigenes Statement nehmen würde, dass sie sagen würde, sie interessiert sich nicht für die koloniale Struktur, dann kauft sie die mit ein in diesem Film. Das würde ich so sagen. Okay, ja. Es ist im Übrigen interessant, sich unter diesem Gesichtspunkt den Roman nochmal anzuschauen, weil die Konrad die Machtkalküle der Nicht-Weißen sehr genau diskutiert. Also es geht immer um die Frage, bringen wir den Almayer jetzt um oder nicht? Also brauchen wir den noch oder kann der weg? Und da geht es immer um die sich verschiebenden Machtkalküle. Also da weiß man, die Holländer sind ungefähr so weit weg und das ist momentäre Politik und dann gibt es noch den arabischen Händler was dann auf den ersten Blick und aus europäischer Sicht wie eine festgefügte Machtstruktur ausschaut, ist eine sehr fragile, geduldete Präsenz, die jederzeit enden kann. Also es gibt eine Vielzahl von Mordszenarien, die da durchgespielt werden. Und das andere, was bemerkenswert ist am Roman, ist, dass es
eine Nebenfigur gibt, die Tamina, die Sklavin, die auch in Dain verliebt ist, die dann plötzlich mitten im Roman zu einer Protagonistin wird. Also da wird eben die ganze, der ganze bisherige Plot aus deren Perspektive nochmal aufgerollt. Und das hat eine zusätzliche Explikation der Machtverhältnis natürlich als Korollarium. Und da kann man Ackermann, ich spitze es jetzt mal zu, eine gewisse Naivität vorwerfen. Ja, man kann sagen, sie sagt, sie interessiert sich nicht für den kolonialen Komplex und blendet dann zum Beispiel diese Perspektivwechsel bei Konrad, die, von denen ich sagen würde, die kann man als eminent kolonialismuskritische narrative Konstruktion lesen. Die blendet sie aus, aber die Machtstruktur handelt sie sich natürlich trotzdem ein. Das ist ja dein Punkt. Nicht? Ja. Würde ich jetzt. Es hat diese Diskussion erstaunlicherweise über diesen Film nicht gegeben, soweit ich die Rezeption verfolgen konnte. Es war kein Thema. Was mich wirklich verwundert, weil das war das Einzige oder das Hauptsache, worüber ich auch Gedanken gemacht habe, weil diese Beziehung Vater-Tochter für mich unterging, weil ich die ganze Zeit über diese koloniale Repräsentation in dem Film, aber vielleicht war es auch so mit so Einblick. Wir müssen leider Schluss machen, es tut mir sehr leid. Ich würde sehr gerne weiter darüber reden, aber ja, genau. Ich lade alle sehr herzlich ein, für nächsten Donnerstag, 1. November, hier mit Eric de Kuyper und La Captive weiterzumachen. Bis dahin. Genau, und vielen Dank. Eric de Kuyper ist ein wunderbarer Vortragsredner, verpassen Sie ihn nicht. Sagen Sie es Ihren Freunden. Genau. Ein Ereignis.